Ich bin Stefanie Link, komme aus Südniedersachsen, wohne da in einem kleinen Töpferort und bin dadurch auch zur Keramik gekommen. Ich habe vorher Produktdesign studiert und freie Kunst und Bildhauerei gemacht, viel mit Stein gearbeitet und durch das Wohnen an diesem historischen Ort bin ich auch zur Keramik gekommen. Habe das Material dann irgendwann auch für meine künstlerische Arbeit verwendet. Hier in Neumünster setze ich eine Arbeit um, die ich schon lange vorhabe, die auch in eine Reihe gehört von Arbeiten, wo ich schon mal so was Ähnliches gemacht habe. Und die Arbeit hat den Titel Kaleidoskop. Dieses Kaleidoskop ist eine Wandarbeit, ein Relief aus vielen Einzelteilen. Und da gibt es verschiedene Formen, die aber alle einer Ursprungsform entstammen. Ich benutze eine Form, ein Objekt, was ich aus dem Alltagsgebrauch nehme, also irgendwas, was ich irgendwo gefunden habe. Und bilde das in Ton nach mit Hilfe einer Gipsnegativform. Und diese Tonobjekte, damit kann ich dann spielen, indem ich sie zerschneide und neu zusammenfüge. Und dieses Zusammenfügen geschieht auch durch eine Spiegelung. Das heißt, ich mache mir das Teil, was ich von dem Objekt abgeschnitten habe, nochmal spiegelverkehrt und füge die beiden dann zusammen, sodass es wie bei einem Kaleidoskop dann so kleine Details immer gespiegelt werden. Und mehrere von diesen Formvarianten füge ich dann zu einem großen Kreis zusammen, sodass wie so eine Art Rosette entsteht, wie man das eben auch im Kleinen bei Kaleidoskopen hat. Und interessant ist für mich dabei, dass aus dieser ursprünglichen Alltagsform etwas ganz anderes entsteht. Dieser Gegenstand seine Funktionalität verliert und das Ganze dann im Prinzip nur noch Schönheit sein soll. Was mich daran sehr reizt, ist überhaupt dieses Arbeiten mit Gipsformen. Dieses Positiv-Negativ ist schon lange in meinen Arbeiten, auch in meinen Steinarbeiten und so eine Gussform, wo das eigentliche Objekt schon abgebildet ist, aber eben nicht da ist, sondern wo die Fantasie gebraucht wird, um sich vorzustellen, was könnte da rauskommen, wie würde das aussehen, wenn man diese Form ausgießen würde. Das reizt mich sehr, also einmal das direkte Arbeiten mit diesen Formen, um Dinge entstehen zu lassen, aber auch die Form selber als ästhetisches Objekt zu betrachten. Finde ich total spannend und sonst eben diese ganze Vielfalt der Möglichkeiten, die man mit Keramik hat. Zum Beispiel auch, dass man da ganz, ganz unterschiedliches Aussehen der Oberfläche auch machen kann. Also es kann mal ganz glatt und industriell sein. Dann kann es auch wieder ganz von den Elementen Feuer und Erde bestimmt sein. Also man hat eine unheimlich große Bandbreite von Ausdrucksmöglichkeiten. Ich kannte diesen Ort ja schon vorher und habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen, weil es einfach hier ja irgendwie eine schöne, ruhige Atmosphäre ist. Die Räume sind toll zum Arbeiten, weil sie auch hoch sind und man das Gefühl hat, hier Platz zu haben, freie Wände und sich ausleben zu können. Und das war die eine Seite, diese Situation hier in diesem schönen Künstlerhaus. Und die andere Seite war eben auch dieses Ankommen in dieser Stadt, wo man so herzlich aufgenommen wurde und die auch mit dem Fahrrad irgendwie so gut zu erkunden war, dass man das Gefühl hatte, das ist alles irgendwie überschaubar und man findet sich nach wenigen Tagen zurecht und man trifft auch immer mal Leute, die man schon irgendwo gesehen hat und es gibt Leute, die hier immer mal wieder vorbeikommen, sich interessieren, was da passiert und das war eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre hier.